Hallo ihr Hasen und moin und herzlich willkommen hier zu Halt of Termit. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und zwar, ich habe hier meine vier Zetten wieder ausgebreitet. Und was würden wir denn heute spielen? Die meisten Quests, die ich hier sehe, hätte jetzt zum Beispiel der Northman oder der Schild Maiden. Das wäre sie zum Beispiel, da bräuchten wir Crit-Bonus, Damage und 28 Minuten ohne Verteidigung. Oder wir gehen auf Northman. Da bräuchten wir Damage, Frost und 10 Power-Ups. 10 Power-Ups ist aber auch schon eine Menge, ne? Ich bin am Überlegen, ob wir nur noch... Ich weiß, wir haben hier noch einige Quests vor uns, aber das ist ja auch eigentlich nur noch rumgepümmel. Da das Spiel sich ja noch im Early Access befindet, würde ich sagen, wir machen nur noch zwei Folgen. Diese und die nächste. Und ab der 30. Danmarku-Woche, wir haben ja aktuell die 28. Danmarku-Woche, das heißt, seit 28 Wochen existiert dieses Format, würde ich sagen, nehmen wir doch mal ein anderes Spiel rein. Oder? Also wir machen, ich weiß, wir haben das Spiel nicht auf 100%, aber kann ja irgendwann wieder zurückkommen. Ich werde die Zettel nicht wegschmeißen. Du kannst auf jeden Fall abonnieren, dann wirst du es auf jeden Fall nicht verpassen. Und dann nehmen wir jetzt einfach die beiden Folgen, den Northman und den Schild Maiden. Die beiden Charaktere nehmen wir. Würde ich sagen, oder? So, dann fangen wir doch mit den Schild Maiden an. Und wir dürfen 28 Minuten lang keine Verteidigung haben. Ich guck noch mal hier vorsichtshalber. Kleriker. Warlock. Schild Maiden. So, also Crit Bonus. Aber hier. Crit 2000 Schaden mit deiner Main Attack. Deswegen habe ich Crit Bonus, glaube ich, aufgeschrieben. Also hier müssen wir, guck mal, wir müssen so oder so 28 Minuten ohne Defensiv, inklusive Gear und halt Schaden machen. Ja, Damage. Okay. Dann machen wir das doch. Also gehen wir rüber erstmal und machen Defensiv weg. So, defensiv weg. Aber blocken dürfen wir, ne? Oder dürfen wir gar nichts an defensiv? Ne, defensiv heißt ja eigentlich nur... Warte, ich übersetze mal lieber nochmal. Was meine ich? Ne, das war der ja gar nicht. Das wäre... Der. So, Übersetzer. Ja, ich lese nochmal hier. Also, überlebe 28 Minuten, ohne deinen Verteidigungswert zu erhöhen, einschließlich Boni. Ja, Verteidigungswert bedeutet für mich Base Defensiv. Weil Blocken ist für mich, also ist ja Stärke. Strength. Also nicht Stärke, aber... So, dann rüsten wir die alle erstmal weg. Das gucken wir gleich. Wir hätten Geld für eine weitere Wiederbelebung, ne? Aber wir können ja auch... warte. Bei ihm gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Ring ist auch Wiederbelebung. Chance, eine Schockwelle zu spammen. Slow... Den könnten wir machen, aber wir benutzen ja eh keinen Hals im Moment, ne? Es sei denn, wir gehen in den Frozen Level. Da brauchen wir keine Kette. Vielleicht die Handschuhe hier? Mm, 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 mm.
Also, was wir uns erholen können, sind die Buddeln hier. Also, die Buddeln auf jeden Fall. So. Movement. Achso, Feuer. Okay. Vielleicht würde ich sagen, wir rüsten uns erstmal aus. Gucken. Das dürfen wir zum Beispiel nicht nehmen. Schaden und Brennstärke. Denke ich mal, ne? Heißt das? Ja, ich muss noch mal gucken, ja. So, erhöht den Schaden und die Brandstärke für Gegner, die verbrennen. Dann nehmen wir Attack Speed. So. Dann nehmen wir unsere Kette. Nehmen wir immer. Ich will ja die Buddeln haben. So, Quit Bonus und Quit Chunks. So, das dürfen wir nicht nehmen. Das könnten wir nehmen. Oder auch das wegen Schaden. Wir nehmen das. Das dürfen wir nicht nehmen. Spikes. Also. Ja, warte, wegen Dingsen gucke ich gleich mal. Nehmen wir Attack. Würde ich gucken, was für Schuhe könnten wir denn nehmen? Welche Schuhe würden gut passen zu unserem Charakter? Hinterlassen Sie eine Spur aus Glibber. Feinde, die den Glibber berühren, werden langsamer. Hinterlässt eine Feuerspur, die Feinden verbrennt. So, haben wir sonst noch Schuhe? Hier, Attack Speed. Während Sie sich bewegen, erhalten Sie einen Bonus auf Angriffsgeschwindigkeit Ihrer Hauptwaffe. 25%. Ja, komm, wir nehmen einfach die, oder? Noch mehr Attack Speed? Ja, komm, nehmen wir einfach. So, das heißt, die ziehen wir uns jetzt an. So, Marker. Nehmen wir Quit Chunks. Oder allgemein Damage. Ich meine, wir müssen ja Damage machen. Wir nehmen allgemein Damage. So, und dann, ups. Gehen wir noch hier rauf. Und nehmen uns noch ein davon, ein davon, ein davon, ein davon. So. 2 von 3, 2 von 3, 2 von 3, 2, 5 von 8. Also viele Flaschen gibt es ja auch gar nicht mehr, ne? Viele Flaschen gibt es nicht mehr, das heißt, theoretisch hätten wir das dann bald durch. Okay. So, welches Level geben wir? Also, in Forgotten hätten wir halt noch eine Menge Level. Also eine Menge Quests. Wir müssen Kills machen, Kills machen. Und Slow? Be Slow. Warte mal. Kapitel Forgotten Slow? Was heißt denn Slow? Ja? Verursachen Sie in einem Durchgang 100.000 langsame Stapel. Hä? Weiß ich nicht. Und dann müssen wir aber den Level müssen wir mit der Needle Crits machen und mit der Lightning ganz viel Schaden. Wir versuchen es einfach, wir gehen da rein in dieses Level. Das ist für heute unsere Mission. Und wenn du abonnieren möchtest, kannst du gerne abonnieren, ne? So, was nehmen wir denn? Ja, dann nehmen wir die Needle, oder? Dann fangen wir doch mit der Needle an. Und dann arbeiten wir uns runter. So, dann nehmen wir Attack Speed. Wegen Needle auch. So. Sehr gut. Okay. Wir können direkt defensiv verbannen. Boom. Und, also ganz ehrlich. Dann würde ich hier sogar tatsächlich entweder neu würfeln.
kriege ich dann 4 neue oder nur 2 neue? Aber ich würde vielleicht Regeneration nehmen. Damit wir so ein bisschen uns hochheilen quasi. Wir sind echt schnell. Also das muss ich ja schon mal sagen, wa? Damage. Ja, na, wir gehen weiter. Wir gehen auf Damage. Wir müssen ja richtig viel Damage machen. Wir müssen richtig viele Leute töten. Und wir müssen viel auf Crit gehen. So, dann gehen wir erstmal auf Crit Chance, damit wir überhaupt Crits machen. Brauchen wir auch Crit Chance. Guck mal, 1000er machen wir schon. So, Damage und Heal, Damage und Block. Auf Block darf ich ja gehen. Will ich ja sehen, ob ich die nach 28 Minuten verkackt habe oder nicht. Die Quest. Dann gucken wir uns mal das nächste Damarco-Spiel bald an, wa? So, Attack Speed und Block. Oder Attack Speed? Aber das ist weniger Attack. Nimm mal Block. Aber wir könnten uns das hier wenigstens merken. Dass wir voll auf Attack Speed gehen. Und dann das auch. Voll auf Attack Speed. Er blockt. Die Drecksau, die. Aua, aua. Was? Ich bin tot? Zähl mir nix. Aua, 155 Schaden, weil ich nichts an Defensiv hab. Halleluja. Ich würde sagen, die Runde zählt nicht. Was zum Kuckuck war das denn? Also ist das so unglaublich wichtig, defensiv zu haben. So, dann erstmal. Oh. Dann verbannen wir erstmal defensiv und dann nehmen wir Block. Wir müssen das denn ja wenigstens alles wegblocken. Und dann müssen wir ja voll auf hier. Oh, Quetbonus. Und dann müssen wir ja auf Dingsen gehen, auch auf Leben, um das überhaupt wegzutanken. Halleluja, du. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das was ausmacht. Weil ich kaufe mir. Also ich hole ja selten mal defensiv. Wenn man ja von vornherein schon ein bisschen defensiv hat, dann durch die Rüstung defensiv hat. Das haben wir ja jetzt alles nicht. Pickup kann auch direkt weg. Ja, Attack Speed. Aber wenn ich das ist doch das gleiche. Ah nee, das ist Guarding. Guarding wollen wir nicht. Wenn, dann wollen wir. Oh, Quick Bonus ist aber auch interessant. Das behalten wir, aber das nehmen wir wegen Block. Und das andere war Attack Speed. Eigentlich hätte ich alles drei gehabt.
hätte das mal safen sollen. So, die machen wir einfach weg hier. So. Da das ja noch auf Speichern ist, nehme ich erstmal das. Und ist Force wichtig? Ach man, die ist scheiß Force, Mann. Ich weiß nicht, ob Force wichtig ist. Dann kann man auch Force wegwürfeln eigentlich. Also, verbannen. Aber dieses Force, 50.000 Folgen gemacht und ich weiß aber noch nicht, was Force ist. Oh, da ist der Boss, der uns zweimal gekillt hat. So. Lohnt sich das festzuhalten? Den Quid-Bonus? Ja, ne? Ah, Crit-Chance. Brauchen wir aber auch. Für die Needle kam noch gar nichts, ne? Das war noch nicht eigentlich. Ja, eigentlich wäre das schlauer andersrum gewesen. Weil man die Needle nur verbessern kann, wenn man auch da Level rein investiert. Aber wir wurden nicht getroffen. Jetzt nehmen wir erst das. Das Ding ist ja, dass wir uns ja auch verbessern. Hier. 38 sind wir aktuell. Weil wir ja voll sind. Und statt Heal kriegen wir Damage. Ey, ich nehme jetzt Quit. Man muss aber bedenken, wir sind Agony 0 und hab so eine Probleme, ne? Also Probleme habe ich ja jetzt gerade nicht. Ich merke die zumindest nicht. Weil ich keinen Schaden kriege. Range Damage. Ja, Damage. Ich werfe einfach mal neu, weil wir haben wichtigere Sachen. Defensiv kann weg. Dann nehmen wir wieder Damage. Wobei Attack Speed ja auch so wichtig wäre. Mit dem Zauberbuch die Nadel verbessern, das wäre so cool. Aber dafür brauchen wir ein paar... Oh, da kommt einfach noch ein Boss. Okay, warte. Den speichern wir uns wieder. Den nehmen wir. Das Buch dürfen wir noch gar nicht nehmen im Moment. Sonst kriegen wir nur wieder irgendwelche Zauber. Oh. Aber. Blocken ist wichtig. Wir haben kein Defensiv. Oh, da kommt einfach noch ein Boss. Drei Boss am Start. Okay, ich springe rein. Ich gehe rein.
Kugelblitz, Arcanwurf, alles scheiße. Alles scheiße. Okay, wenigstens das. Das brauchen wir ja auch. Lightning. Dann haben wir wenigstens unsere beiden Main-Zauber. Lightning. Achso, das ist... Das ist ja unsere Main-Waffe, ne? Oder? Egal, ich nehme jetzt das. Kann natürlich auch für einen Blitz bedeuten oder so. Oder die Nadeln sind jetzt auch Blitz oder so. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Zum Glück kommt der Reiter gerade nicht. Willst du mich verarschen? Fast tot. Damage und Crit. Problem. Sorry. Ja, was mache ich mit dem Zauber jetzt? Welchen soll ich denn nehmen? Ah, dann nehmen wir Kugelblitz. Hier ist auch wieder Lightning. Macht Crit und größer. Größer ist ja auch wichtig, weil wir 1000 Stück treffen müssen. Ich verstehe das mit den 1000 nicht. Da sind ja niemals 1000 Gegner. Schocken ist gut, weil die paralysiert sind. Also eigentlich richtig geskillt. Oh, hier ist auch Quetschance. Ich muss die anderen Beine auch mal so langsam verwenden. Scheiße. Der hat mich jetzt umbringt, ne? Movement Attack. Okay, jetzt können wir eins von den anderen nehmen. Dann nehmen wir Quick Bonus. Da ist der Reiter. Scheiße. Der Reiter ist scheiße, weil er halt die ganze Map so macht. Nur bisschen, 2 Gold oder was? Da war ja nur 2-3 Gold. Damage. Aua, 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 aua. Scheiße, verdammt. Scheiße, der Boss. Oh, vielleicht brauche ich ein bisschen Movement. Ich habe ja gar nichts am Movement. Ich komme nicht richtig weg von den Gegnern. Den verdoppeln? Ich muss ja nicht immer Multi-Strike verdoppeln, oder? Ich nehme jetzt aber das. Mehr Damage und Leben. Da ist der nächste Boss. Ich kann stehen bleiben. Ist eine schon tot? Die Fledermaus? Hä? Da war doch ein Fledermaus-Boss. Ah, da oben. Er ist noch nicht tot, hey Bruder. Jetzt ab.
Den darf ich noch nicht nehmen. Man weiß ja nie. Gut, ich nehme ihn. Movement und Block. Verdoppel ich auch. Komm. Dann sind wir schneller. Plus mehr Block. Dann machen wir das. Blitz. Multi. Jetzt war Multi gut gewesen natürlich. Attack. Needle. Ich muss mich erstmal auf den Boss hier konzentrieren. Damit wenigstens einer weg ist. Sehr gut. Viel weggeblockt, viel weggeblockt. Oh, da ist noch ein Boss. Sind wieder drei Bosse hier. Aber die Area geht halt wieder runter, ne? Wir sollen ja nicht 1000 Schaden machen mit einem Blitz, sondern wir sollen ja 1000 Gegner treffen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich nur auf Area gehen und nicht auf Damage von dem Blitz, oder? Fuck my life! Brauch Leben. Alter, ich mach 3000er Crits. Los, Attacke, Attacke, Attacke. Attacke, Attacke, Attacke. Schön dazwischen. Alter, das Spiel wird doch wirklich mit jedem Kristall schwerer, oder nicht? Das liegt doch jetzt nicht an dem fehlenden Death, oder? Wenn ich jetzt die Zutat nehme, haben wir auch ein Problem, ne? Ah! Und dann kommen die. Ah! Ich habe immer noch viel zu wenig Beschleunigung. Oh, da, Kisten, Kisten, Kisten. Ey, das ist nix. Das ist ein Witz. Vier Bosse. Ich muss halt noch wieder mal hier eingeben. Komm, komm, komm. Hau die weg, hau die weg, hau die weg. Da ist noch ein Boss. Fünf Boss. Scheiße. Und da, Kiste, Kiste. Oh, da war nicht so genug Essen drin. Wir brauchen richtige Heiltränke. Nicht so ein Schmuh. Komm, 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 Attacke, Attacke. Ja, die Fledermäuse sind aber auch halt hart, ne? Ah, Mann! Scheiße. Da haben wir einen Agony verloren, ne? Und einen Safe Spot halt. Alter, der hat richtig viel Gold. Richtig viel Gold verloren. Gib mir dein Gold. Alter, kommt direkt noch ein Boss. Erzähl mir nicht. Und dann auch noch so ein Sniper-Typ. Okay. Elektro hat eine Stufe. Ja, wir müssen ein bisschen auf Movement gehen. Ich muss wirklich mehr ausweichen können.
Ausweichen ist auch wichtig. Jawohl, Pferd ist erledigt. Mal was Gutes. Noch nicht revive. Multistrike. Tschüss. Nice. Warte, was haben wir jetzt? Die bringen wir einfach hoch und das ist gut. Jawohl, ein Heiltrank. Und Magneten. Oh, ein bisschen Fokus. Leben. Die weinenden Engel kommen. Jawohl, der ist weg. 20% Attack Speed. Aber wir müssen die Nadel. Oh, Block ist. Wir müssen die Nadel verbessern. Sonst können wir die Nadel gleich nicht auf eine höhere Stufe bringen. Vielleicht ist die Nadel ja jetzt schon dabei. Ja. So, jetzt können wir langsam wieder runterlaufen. Oh, ein bisschen fokussen. Genau, einzelne Blitzdamage. Also, Area verringern ist eigentlich aber egal. Es sind irgendwie, also es sind auch sowieso niemals 1000 Gegner auf ein Fleck. Ich nehme die Regeneration. Und Multistrike, Range und Area. Und Leben. Jawohl. Ja, hier ist jetzt alles Schmutz natürlich. Das ist richtig Schmutz. Nehmen wir die Flammenwand. Das ist der letzte Boss, war? Ich sehe jetzt gerade im Moment hier keinen, der noch hier rumrantiert. Ja, Leben und Damage, war. Gut, der ist auch weg. Noch ein Magnet. Sehr gut. Nochmal blocken. Ja, dann gehen wir wieder auf Damage jetzt, wa? Also. Aber ich schmeiß das weg. Und dann gehe ich weiter auf Elektro. Den fokussen wir direkt weg. Ah, da unten kommt wieder einer. Aber der da unten ist schwach, oder? Verlangsamen. Ja, okay, der macht halt so eine Kacke. So, jetzt können wir wieder ein bisschen auf Crit-Bonus gehen. Okay, der ist schon ein bisschen nervig. Autsch.
Okay, wir ignorieren den Boss erstmal ein bisschen. Da liegen ein paar Möhrchen. Schon wieder das. Ja, der Damage. Alter, warum hab ich das? Ich schaff das schon wieder nicht. Dann auf einmal los. Voll hart angekurbelt. Schwierigkeit. Kann auch nicht nur wegen defensiv fliegen. Multi. Ja, kurz Chance dann. Ein halber Strike mehr? Wie ein halber Strike mehr? Egal, dann mal. Alter, bei dem machen wir gefühlt gar kein Damage. Wir gehen einfach mal weiter. Blocken! Richtig! Nee. Oh, da oben eine Kiste. Bisschen Käse. Ach, bei der einen Armee, wenn die Armee so runterkommt, da könnte man 1000 machen. Weil da sind doch echt viele, oder? Das kann ich mir höchstens vorstellen. Kurz vorm Schluss. Aber oh, wir müssen die Multi-Handschuhe in Sicherheit bringen. Und Goldgoblin. Der wird mein Tod sein. Heilung. Wir kriegen aber auch keine Power-Ups. Also nicht irgendwie mal Unbesiegbarkeit oder irgendwie sowas. Oder Damage oder Angriffsgeschwindigkeit. Nix. Nichts kriegen wir. Jetzt Blitz, denkst du hier wieder alles? Oh, wie viele Scharfschützen sind da unten? Jawohl! Level up 2000. Hier. Das ist, also hat nichts mit dem Level zu tun, sondern das haben wir hier auf eine extra Dingsen. Genauso wie Debuffs, Geld, Bosse, Sachen kaufen. Elifen. Was heißt denn Elifen? Elifen. Also ich habe hier noch irgendwie Elephant stehen, was heißt das denn? Aber eine Quest ist jetzt auch nicht gerade. Ah! Oh, warum liegt da so viel Geld? Ey, nur Geld! Nur Geld! Wo bleibt Life? Life! Wo bleibt Leben? Geh weg! Kiste? Alter, 78 Leben, leck mich am Arsch. Vor allem seine Bubble rast auch halb durch die Map, ne? Okay, Kiste. Ah, da ein Halt dran. Da ist wieder ein Boss.
Ist das das falsche Level für Schildmaiden hier? Oder die falsche Herausforderung mit diesem No-Death? Oh, unbesiegbar. Jetzt auf und mit Zaun, jetzt auf und mit Zaun. Quit Bonus. Immer Leben. Mehr Leben. Vor allem, ich heile mich ja auch nebenbei immer. Und guck mal, ich habe hier 448% mehr Damage. Also ich bin voll das Damage-Tier. Das muss doch alles One-Hit sein hier. Leben. Durch meine ganzen Plus-Prozente sind... Ja, warte, Agony Level 3. Hab ich jetzt erst? Warte, Agony Level 3? Verstehe ich nicht. Muss ich mir am Ende nochmal angucken, was wir da gekriegt haben. Hier würde ich neu würfeln. Und dann nehme ich einfach Regeneration. Wir müssen hochkommen. Mit The Life. Hochkommen mit The Life. The Life is real. Was haben wir hier? Eine Möhre! Oh, so viele Gegner hier. Power! Noch mehr Power! Ja, also ich denke schon, dass die 10% mehr Power gar nichts bringen. Warum steigen wir hier eigentlich hoch? Weil wir steigen doch nur, wenn wir voll sind. Wir sind doch gar nicht voll. Hä? Können wir den jetzt bitte hier wegbashen? Kann er bitte mittlerweile sterben, einfach. Einfach umkippen. Einfach umkippen jetzt. Das ist der nervigste von allen. Ich nehme die Needle. Wir laufen mal ein bisschen wieder runter. Ein bisschen weg von denen. Ein bisschen Erfahrung dabei einsammeln. Oben und unten schön nach Kisten Ausschau halten. Warum steht er da? Wie angewurzelt. Dauerparalysiert oder was? Ist er dauerparalysiert? Oder Fehler? Ich würde glatt behaupten, Fehler. Das Spiel hat doch keine Fehler. Kiste. Noch eine Bottle. Er steht hier einfach immer noch. Da unten. Ja, ein Käse. Ah, nein! Das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Warum nicht? Steht hier nirgendwo auf mein Zettel. Ja, schade. Wir haben ein paar Handschuhe gerettet. Ach Mann, ja. Ja, nächste Folge, letzte Folge, also vorerst letzte Folge. Das kommt bestimmt nochmal irgendwann. Vielleicht nächstes Jahr oder so. Ich hab's auf dem Schirm. Bis dann. Tschüss.